lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit mir, den Juten Romiat, der wie angekündigt hier Borderlands 1 Walter hat da nichts mit zu tun, weiterspielen wird. Und ich habe hier angekündigt, ich werde hier meinen Level 40 Soldaten, den ich aus alten Save-Dateien geborgen habe, weiterspielen. Damit das ganze Let's Play hier noch abgeschlossen werden kann und sonstiges, gerade eben noch versucht, ein bisschen an der Lautstärke rumzufummeln. Es tut sich nichts, bleibt weiterhin so laut. Und ja, höchstens kann ich noch ganz den Ton ausmachen, aber das wollte nicht, denke ich mal. Von daher werden wir gucken, dass wir so weit zurechtkommen. Den Charakter hier habe ich schon ziemlich weit geskillt. Um genau zu sein, alles geskillt, weil Level 40, ne, und ich habe sogar noch 12 verbleibende Punkte und es kommen noch mehr Punkte, weil es ja noch weiter im Level hochsteigt, dank den Add-ons. Und wie gesagt, ich habe das Ganze gemacht, um einfach hier weiterzukommen. Ne? Ich will das Let's Play noch abschließen, will es nicht wieder so im Raum stehen lassen und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. So, was müssen wir denn hier machen? Ich würde sagen, Arid Badlands, wie die Motte zum Licht. Wir gucken mal, dass wir, soweit es geht, die Hauptquests erledigen. Um, wie gesagt, schon ein bisschen voranzukommen. Eine Mission am Schwarzen Brett interessiert mich nicht. Ich will hier in der Storyline vorankommen. Deswegen mal gucken, wie das Ganze hier machen lässt. Ein bisschen da runter, wird uns dieses Fahrzeug nehmen können. Ach komm, das machen wir einfach mal. Geht ein bisschen fixer. Noch sind wir hier vorne. Bei Arid Badlands, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn gerade hier? Wir sind in New Haven. Haben wir denn nicht hier noch irgendwelche Missionen New Haven-mäßig, die wir erledigen können? Eher nicht, oder? Wir gehen mal die Suche nach Tennis. Die war da vorne irgendwo. Na, guck mal, hier sind noch zu Schränke. Und ich habe die Sensitivität irgendwie ziemlich hoch, merke ich gerade. Ja, wir versuchen mal darauf klarzukommen. Le Sensi de l'Activität. Da vorne müssen wir raus. Können wir sogar rüberspringen, oder? Naja, komm, das schaffen wir. 100 Pro schaffen wir das. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das schaffen. Oh Gott, ich habe jetzt keinen Bock, außen lang zu rennen. Aber irgendwie schaffen, hier rüber zu kommen. Sag ich doch. Ja, wir mal gucken. Wie gesagt, jetzt die Wochenenden, die hier folgen, beziehungsweise die Wochenenden, das war erste Wochenende, wird dann vorbei sein. Werde ich erstmal nichts machen können, aber die Woche davor werde ich machen können. So, jetzt gehen wir mit dem hier labern. Der DNS-Check hat ergeben, dass du nunmehr in die Ross Commons einreisen darfst. Warte bitte, bis ich das Geld aktiviert habe. Ja, dann machen wir, Mutti. Wo gehen wir mal hier hin, wa? Rust Commons West. Ich werde es auch nicht sehr lange aufnehmen. Es ist jetzt Donnerstag 19 Uhr und 8 Minuten. Aber wie gesagt, ich muss heute noch arbeiten, habe dann eine Woche frei. Also bis zu 25. Ich weiß nicht, wann ich diese Folge hier hochladen werde. Und ich werde schon wieder krank. Dankeschön an dieser Stelle. Los, wir müssen deine Karre auf. Ja, komm, nehmen wir mal hier in Road. Fahrzeug generieren. Steige ein. Steige ein, Mutti. Aber doch nicht oben, Alter. Ich bin der einzige Spieler hier. Irgendwo hier vorne, glaube ich. Kommen wir da oben auch irgendwie runter? Ja, können wir.
Trouble. Eine Blume, die hier mitten in der Wildnis steht. Fletch, Junge, Fletch. Wir können jetzt hier runterspringen. Oh Gott. Das, was wir machen. Ich kann mich, glaube ich, hier daran erinnern. Das ist schon zwar sau lange her, aber ich meine. Dann gab es sich auch in Borderlands 2. Yeah, Junge. Kann ich die auch wieder einsammeln? Wie konnte ich die auch wieder einsammeln, oder? Auf jeden Fall generieren die sich super schnell. Eine goldene Statue. Wir müssen. Gott, sogar daran vorbei. Wir können aber auch hier oben lang, wie ich gesehen habe. Heißt, wir könnten unser Auto benutzen. Was ich hoffe, was wir auch noch irgendwo haben. Ja, da ist es. Nicht in die Kanone. Ey, jedes Mal das gleiche. Wenn man alleine spielt, dann sollte der irgendwie switchen automatisch. Das wäre natürlich der beste 9 Plus, würde ich sagen, ne? Wo muss ich jetzt lang? Da runter, genau. Fick you, Junge. Macht sie alle platt, Mutti? Da muss ich lang, glaube ich. Nein, natürlich genau in die andere Richtung. Also da oben lang. Hä? Ich irgendwie da hoch? Kann ich auch irgendwie da runter und. Moment, ich kann da durch, da muss ich rechts. Kann ich ja nicht mit dem Auto lang, oder? Gucken wir einfach mal. Lauf, mein Freund. Lauf, mein Freund. Wow. Jetzt habt ihr Spaß, mein Freund. Fallen lassen, irgendwelche Modifikationen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir hier die ganze Muni mal einsammeln. Ach, brauchen wir gar nicht, alles klar. Wir können jetzt aber hier durch. So, wenn wir hier lang latschen, müssen wir jetzt hier nach rechts. Habe ich das richtig gesehen? Jawohl. So. Dass die hier von allen Seiten kommen, aber kritische Treffer, yeah, immerhin. Ziel getroffen. So, und jetzt müssen wir
geradeaus und dann rechts irgendwo da vorne. Wir gucken mal. Ja, ich will auf jeden Fall noch die Storyline hier komplett abschließen können. Ja, damit wir dann nicht wieder so ein unabgeschlossenes Projekt haben im Endeffekt. Hier vorne könnten wir durch. Ja, und dann haben wir irgendwann so Pre-Sequel noch offen. Und Pre-Sequel will ich halt mal gucken. Vielleicht kriegen wir da ein paar Lüppchen zusammen. Vielleicht auch Bock haben, dann mitzuzocken. Insgesamt kommen das zu 4 Mann. Also 3 Mann, 3 Plätze wären dann noch offen. Ja, und dann da zu dritt umherreisen wäre gar nicht so verkehrt. So. Irgendwo da hinten. Wow, Mutti. Ach, jetzt leckt mich am Arsch hier. Aber gut, Money gibt es dann. So, wir müssen jetzt praktisch hier lang. Irgendwo da hinten, hinten ist es doch. Da hinten müssen wir hin. Ja, ich habe Skillpunkte, die ich nicht verteilt habe, ich weiß. Money, money, money. Hilftausend noch was. So, da hinten rein. Ja, es gibt hier nachher noch eine Gegend, so eine Art ja, High-End-Gegend, sag ich mal, wo du richtig fette Gegner hast. Und wenn wir da erstmal drin sind, ist definitiv rund gehen. Es geht hier, diese geheime Schatzkammer zu finden. Ich glaube, Borderlands 1 ist auch so der längste Teil, sag ich einfach mal. Oder behaupte ich einfach mal ganz frech. Und ja, wenn wir den durchhaben, die Hauptstoryline, gibt es noch die Add-on. Die Add-on bestehen aus Claptraps Storyline, also beziehungsweise, dass wir gegen großen Claptrap kämpfen müssen, Dr. Z, Horror Knights und. Ja, und ich will jede einmal zumindest durchspielen, weil die sind super lustig gemacht und ja, super funny aufgebaut, sag ich mal. Warum da jetzt wieder der Wegpunkt angezeigt? Ach, weil wir da hinten irgendwo hin müssen. Wahrscheinlich irgendwo da unten oder so. Oh, Scheißviecher, ihr fuckt mich so ab. War das Borderlands 1 oder Borderlands 2, wo man nachher gegen so einen riesen Batzen davon kämpfen muss? Ich weiß es gar nicht. Ach, wir sind komplett falsch hier. Alles klar. Jetzt sagt er rum, du könntest dir doch ein Auto holen. Ja, könnte ich, aber warum nicht auch die XP hier mitnehmen? Ah, Level 40 ist das Max-Level, sehe ich gerade. Bekommen, oder ich bekomme nur wenig XP, ich weiß es nicht. Ja, war Zufall, dass ich die wiedergefunden habe. Ich habe mir damals Save-Dateien immer auf CDs gebrannt, beziehungsweise auf meine externe Festplatte gezogen und sowas. Und ja, bin durch Zufall wieder darauf gestoßen. Und dachte mir, warum holst du dich einfach die Charakter-Save-Datei runter? So kannst du, wie ich das Let's Play zu Ende bringe. Das habe ich, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge von Minecraft erzählt gehabt. Okay. Erzählt gehabt und ja. Die liegen. Kommen natürlich wieder unsere Freunde. Ja.
Wow. Wo kommt ihr denn alle her hier? Stone, da hängt noch einer fest. Der liegt. Irgendwie Money, genau. Money haben wir vergessen. Ja, weiter geht's hier. Jetzt natürlich die ganzen Kisten und so weiter nehmen wir mit, weil es könnte ja sein, dass wir da mal bessere Waffen finden. Ziel getroffen. Boah, ey, die Dinger fucken mich so ab. Das war, glaube ich, die Hassgegend hier. Mein Bruder und ich damals Ewigkeiten gebraucht, um durchzukommen überhaupt. Na gut, dann spielt man damit. Na komm mal her. Okay, der liegt auch. Ja, und wer bei mir Borderlands 2 verfolgt hat, weiß, ich spiele zurzeit Roland, den Soldaten, den in Borderlands 2 wir wieder befreien mussten. Also wir mussten eigentlich alle Charaktere wieder befreien. Alle her hier. Ja, und die spielen wir hier im ersten Teil. Also praktisch der zweite Teil knüpft so ein bisschen an den ersten Teil der Charaktere an. Und das fand ich schon richtig, richtig geil gemacht. Deswegen, man muss nicht zwangsweise den ersten Teil gespielt haben, zu verstehen, was der zweite Teil beinhaltet. Aber es wäre natürlich von Vorteil, na, deswegen, weil diese Charaktere halt davor kommen. Money, money, money. Was ist jetzt so lange her, dass wir den ersten Teil gespielt haben? Damals auch in der Game of the Year Edition haben wir uns den geholt gehabt, mein Bruder und ich. Und oh, die hat uns da mal gesuchtet. Die hat uns da mal tierisch gesuchtet. Warum hört jetzt hier der Sound auf einmal auf? Da ist er wieder da. Hallo. Das Tennis, jawohl. Abliefern. Trifft den verrückten Earl. Oh, machen wir mal. Den verrückten Earl treffen. Inventory auf. Questlog. Verrückten Earl treffen. Wir sollten uns widersprechen. Ja, ja, wir sollten uns widersprechen oder widersprechen. Jetzt sind wir wieder da runter. Wir gehen uns auf jeden Fall gleich ein Fahrzeug holen. So, hier haben wir schon alles ausgemerzt. Weil wir es kennen, wissen wir auch, dass alles mal wiederkommen wird. Ah, und das hat wehgetan, mir zumindest nicht. Wo ist er denn? Ein EP bekommen. Wo hängt er denn? Da hängt er.